Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 18. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich hier am Morgen und wir wollen wieder den Markt beobachten. Heute allerdings in Kombination eines Rohstoffes, nämlich hier den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar als Währungspaar und hier das Öl der Sorte WTI, also das US-amerikanische Öl im Fokus, denn die Korrelation ist ja nicht unbekannt, also hier der Kontext Öl zum US-Dollar Schrägstrich vielmehr dem kanadischen Dollar, der ja auch als Rohstoffwährung bekannt ist. Und insofern wollen wir uns das hier heute mal anschauen, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier ohnehin eine JFD-Devisenradar-Update Aktualisierung vornehmen wollen, vor dem Hintergrund, dass wir praktisch Currencies und Commodities unter die Lupe nehmen, also hier auch praktisch immer mal wieder Rohstoffe mit einpflegen, die denn hier interessant erscheinen. Neben dem Gold natürlich, was schon immer als ja, älteste Währung der Welt hier mit zugegen war. Dann praktisch auch mal andere Metalle oder eben auch ja, Rohstoffe aus dem Agrarbereich, beziehungsweise insbesondere eben hier den Schmierstoff der Weltwirtschaft Öl, sowohl Brent als auch WTI. Aber gehen wir mal hier zu den Fakten über. Wir sehen den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier mal im Wochenchart. Ich mache das Bild gerade mal groß. Mit einem erneut gescheiterten Ausbruch. Wir hatten hier unlängst auch beim Devisenradar-Webinar immer mittwochs 15 bis 16 Uhr die Annahme, dass hier ein Ausbruch nach oben glücken sollte, insbesondere aufgrund dieser sehr, sehr starken Kerze hier von Anfang Oktober. Ein neues Mehrwochenhoch wurde hier erzielt. Klarer Ausbruch im Prinzip aus diesem aufsteigenden Dreieck, was ich hier auf Wochenbasis auch skizzierte. Doch Sie sehen ja die letzte Woche und auch die laufende Handelswoche hier mit neuen Tiefs. Also hier sozusagen eine ganz klare Schwäche zu erkennen. Insofern wieder mal ein Fehlausbruch, was ja relativ unschön scheint, denn eigentlich hätte es, wie gesagt, jetzt dann endlich mal gelingen müssen. Das gibt dem Chart hier definitiv einen negativen Touch. Aber wenn wir hier mal den Wochenchart mal groß ziehen und hier auf der rechten Seite den Wochenchart und hier auf der linken Seite den WTI-Chart, auch wenn es jetzt hier sozusagen nicht der Tageschart ist, ist das kein Problem. Nur mal um die Analogien ein Stück weit mal darzustellen. Und dann werden wir, wie gesagt, auch gleich mal auf das Öl dann eingehen. Das ziehen wir mal hier rüber, dann kann man es besser sehen. So sieht das mal aus. Da haben wir insbesondere seit Anfang des Jahres mit den Preistiefs, wo Öl hier wirklich buchstäblich abstürzte unter die 30-Dollar-Marke je Barrel, haben wir ja dann praktisch den Turnaround gesehen. Und das ging hier einher auch mit dem ja, Mehrjahreshoch vom Looney, der hier als US-Dollar, kanadischer Dollar eben aktiv ist. Und Sie sehen hier, der Ölpreis begann zu steigen, entsprechend stark, ja, bis in den Mai hinein und entsprechend kippte hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar wieder nach unten, weil eben hier der kanadische Dollar als Rohstoffwährung hier seine Stärke erfuhr und das unterstreicht insbesondere hier natürlich auch die Dynamik dessen. Interessant dann aber jetzt, nachdem wir dann praktisch hier seit Mitte bzw. seit dem Frühjahr hier, insbesondere mit Mai beginnend, hier diese Konsolidierung gesehen haben in Form eines aufsteigenden Dreiecks, hat sich hier beim Öl sozusagen aktuell eine Art Doppeltop-Formation formiert. Und die Annahme, dass wir hier grundsätzlich weiter fallen könnten, ist eigentlich allgegenwärtig, also dass der Ölpreis schwächer wird. Das war die eigentliche Annahme, deswegen auch hier die grundsätzliche Annahme beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, den Ausbruch nach oben zu favorisieren. Also sprich, Öl wird wieder schwächer, kanadische Dollar leidet, der US-Dollar profitiert davon und entsprechend hätte hier ein Ausbruch nach oben erfolgen können. Wir sehen aber, das geschah nicht. Dennoch, das Fehlsignal hier einmal bestätigt, das könnte durchaus noch ein Stück tiefer gehen, aber beachten Sie hier den WTI-Preis, der sich hier insbesondere mit diesem Hoch bei rund 52 Dollar je Barrel ein klares Doppeltop aufgebaut hat und die grundsätzliche Tendenz dieser Schwäche, dass wir hier nochmal Richtung 47, 50, 48 Dollar laufen, scheint mir hier durchaus möglich. Das heißt, gerade wenn WTI hier nochmal ein Stück weiter anzieht und in Richtung 52, 51, 50 gehen könnte, ja, dann stellt sich hier durchaus die Möglichkeit, dass wir hier nochmal oben anstoßen und dann praktisch wieder nach unten laufen. Das dürfte, wie gesagt, dann auch hier den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, wenn es wieder nach unten geht, ein Stück weit Auftrieb bescheren. Und dann deswegen hier mal das favorisierte Szenario. Trotz dessen, dass wir heute eine klare Umkehr sehen, der Ölpreis aktuell stark, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar aktuell ganz klar schwach, scheint es mir hier aber unterhalb von 52 Dollar nach wie vor einen bärischen Bias zu geben beim WTI. Das würde sich erst auflösen, wenn wir deutlich über 52 Dollar rausziehen. Das sehe ich aber aktuell nicht. Von der Saisonalität her haben wir auch Rückenwind im negativen Sinne. WTI Crude sollte hier eigentlich
bis in den Dezember hinein nach unten laufen. Wie Sie sehen, hier im November nochmal ein Dip nach oben, aber grundsätzlich hier mit fallender Tendenz gesegnet, sodass eigentlich davon auszugehen ist, dass wir hier eine Preisschwäche sowohl charttechnisch als auch saisonal durchaus erleben könnten. Und dies, wie gesagt, müsste, Schrägstrich dürfte, dem US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar zugutekommen. Und insofern sollte es hier dann doch noch einen Ausbruch nach oben geben. Wenn, ja, wenn da hier die scharfe Situation auf Tagesbasis nicht wäre, da sehen wir hier gerade auch, ja, auf Tagestief sind wir hier gerade unterwegs. Wir haben diesen Aufwärtstrendkanal gebrochen. Auch hier nochmal die damalige Annahme, ja, Rückläufe hier in dem Bereich 1,30, 70 könnten Kaufchancen sein. Ja, erfüllten sich nicht. Wir haben jetzt insbesondere mit dem Ausbruch nach unten die technische Situation, gerade wenn der Ölpreis sich noch ein Stück weiter erholt, dass der kanadische US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar eben noch ein Stück weiter zurücksetzt. Und deswegen müssen wir das Szenario eindeutig nochmal neu skizzieren. Temporäre Erholung dürften nichts daran ändern, dass wir hier grundsätzlich nochmals Richtung 1,30 laufen könnten. Das wäre auf jeden Fall die favorisierte Annahme. Wir haben ja morgen auch wieder die Öllagerbestände 16,30 immer mittwochs. Das ist für den kanadischen Dollar sehr, sehr beeinflussend. Da mal drauf achten, was passiert. Aber grundsätzlich rechne ich damit, dass wir hier unten nochmal einen Test sehen. Und dann könnte es hier durchaus wieder nach oben gehen. Und grundsätzlich wäre hier die übergeordnete Seitwärtsrange, die wir eben seit dem Frühjahr sehen, erstmals fortzusetzen, aber vom Bias her ist das zumindest jetzt mal das zu favorisierende Szenario, meine lieben Zuschauer. So, dann würde ich erstmal den Ether beenden. Das heute, wie gesagt, zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar und auch WTI. Wenn Sie mögen, dass wir praktisch hier auch mal einen Rohstoff noch dazu nehmen, schreiben Sie das einfach in den Chat oder unter das YouTube-Video. Geben Sie auch den Like nach oben, wenn Sie möchten. Aber die Information dahingehend, ob wir auch natürlich immer mal wieder den einen oder anderen Rohstoff ergänzend oder ausschließlich hier reinnehmen, wäre natürlich von Interesse. Insofern bleibt es mir jetzt nur noch an dieser Stelle Ihnen einen guten Trading-Tag zu wünschen und auf bald in diesem Sinne, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.